Hey Kinders, was geht bei euch ab? Wir haben hier mal wieder ein kleines CSGO-Overwatch auf Mirage. Okay, naja, die Map kann man jetzt ja mal wieder machen, nachdem wir so oft Cash und Kurbelstein und Train hatten. Kann man ja mal wieder eine Runde Grief drücken für den AFKler. Sehe ich das richtig? Yes, er sagt schon selbst yes. Sehr gut. Da haben wir wohl jemanden am Start. 18.8 haben die haben einen Bot, der die ganze Zeit labert. Die anderen haben auch einen Bot. Von den Stats her, ja, kann man nicht allzu viel aussagen. Ich meine, er ist immerhin der Oberste. Aber das hat ja nichts zu heißen. Schauen wir mal, was da so treibt. Läuft eigentlich alles? Ja, das ist sehr gut. Also er aimt da ab, Bombe ist auf B, also mal zicke-zacke darüber. Es könnte vielleicht sogar schon der Grund sein, warum er gereportet wurde, wegen dem Grief. Weil er da rumchillt und nicht rechtzeitig hilft. Wahrscheinlich wird auf B auch schon längst geschrien, Hilfe, die überrennen uns mit der Bombe und er ist alles noch auf A. Kann sehr gut möglich sein. Da hat er auch schon gefressen. Wir gucken mal. Er läuft jetzt immerhin direkt los, bleibt wieder stehen, läuft weiter. Sehr schön, sehr schön. Klar, das Stehenbleiben muss jetzt nicht zwingend irgendwas mit Cheaten heißen. Das heißt aber einfach nur in dem Fall, dass er am Griefen ist. Wenn er ungewollt. Ich meine, ja, es ist ja keine Entschuldigung zu sagen, ich musste aus dem Spiel gehen, weil meine Mama hat Essen gemacht oder so eine Scheiße. Ja? So geht das nicht. Es steht ja auch immer beim Matchmaking dabei, Achtung, du verpflichtest dich hiermit, dass du mindestens 90 Minuten jetzt hier am Start bist. Und sobald du auf Ja drückst, bist du auf jeden Fall fickbar, wenn du dann diese 90 Minuten nicht am Start bist. Also er hat schon so minimal, oder? Hat er so ein bisschen pre-gamed? Ich weiß es nicht. Okay, war der sichtbar? Er guckt jetzt nicht mehr. Sehr interessant, er guckt jetzt gerade nicht mehr da unten hin. Doch, jetzt auch wieder. Das eben sah so ein bisschen pre-gefeiert aus da unten. Der letzte T ist in Palace und geht da oben gerade lang. Er chillt jetzt einfach. Also dieser Shot zumindest kann aber nicht reported worden sein, denn das war ein Bot. Und Bots reporten nicht. Der Bot könnte maximal denken, das war aber komisch. Und sonst kann keiner wissen, dass er gerade eben so ein bisschen unleashed gespielt hat. Das heißt, war wahrscheinlich einfach Timing, das was er da getrieben hat. Und kein Beweis dafür, dass er irgendwie am Hacken ist oder so. Also wenn es jetzt speziell dieser ausschlaggebende Punkt gewesen wäre, der ihm den Report gedrückt hat. So, er war jetzt wieder AFK rumgestanden. Er steht auch wieder rum. Also mich fuckt sowas auch ab, wenn Leute am Anfang rumstehen und wenn sich das häuft, also wenn sie jedes Mal rumstehen, dann ist es echt irgendwann nicht mehr abwinkbar. Man kann ja sagen, gut, okay, da ist es 5 Sekunden zu spät gewesen. Sowas kann natürlich ein Gold zerstören, aber einmal ist es nicht schlimm, zweimal vielleicht auch nicht. Aber ein drittes und viertes Mal, wenn er jedes Mal zu spät kommt, dann versaut er einem vielleicht sogar jedes Mal die Runde. Und das ist wirklich keine schöne Sache. Gerade wenn man halt zusammen einen Rush ansagt und er wäre der letzte Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen bringen würde, also zum Win. Das war mit der Hand, oder? Das war auf jeden Fall mit der Hand rumgedackelt. Auch wieder gestraft ist und sowas. Das sah ziemlich legit aus, dieser Burni-Hop. So! Dann mach mal. Er aimt da jetzt genüsslich ab. Das würde ich auch machen. In die Richtung. Jetzt schön an dieser Smoke vorbei. Oben ist der erste down. Unten kommt einer, der ist ihm komplett durchgelaufen. Also, ja. Den müsste man jetzt gleich oben links sehen. Hat er den eben im Augenwinkel gesehen? War das nicht sogar im Schwarzen hinten verdeckt, in diesem schwarzen Bereich? Also ich weiß, dass man mit Wallhack dann da durchgucken kann, ne? Dass man die dann da auch durchspitzeln kann. Vielleicht hat er einen Wallhack und nutzt ihn halt, also vielleicht versucht er legit zu cheaten, das kann sein. Er hat die Sachen sogar auf ganz low eingestellt und sieht nur Sachen, die so mittelmäßig close sind und nutzt ihn nur so ganz, ganz leicht. Ich habe auf jeden Fall noch nicht genug Beweise, um ihm da was zu drücken, aber es ist, aber es fühlt sich schon nach einem Wallhack an, oder meint er nicht auch? Er hat jetzt zweimal oder dreimal sehr obvious auf einmal wohin geaimt. Vielleicht hat er auch die Steps gehört. Mit einem guten Headset kann man die natürlich auch easy hören. Das darf man auch nicht vergessen. Ich mache meistens auch mal lauter. Es war wieder auf Ultra Light. Ich hatte die Musik nicht an. Egal. Ich habe die Musik jetzt heute mal nicht an. Dim, 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 dim. Hab das gehört? Ich habe sie doch angemacht. Habe ich jetzt vergessen. Es ist für mich immer noch oder nach wie vor recht neu, diese Aufnahmen zu machen, die direkt laufen. Ich kann jetzt auch nicht einfach der Nase bauen oder so, weil ich das ja dann nicht mehr rausschneiden kann. Ja, nicht wahr? Aber meine Barthaare gehen so ein bisschen in die Nase. Wow. Wow. Wie lächerlich war das. Der eine Headshot gerade eben war schon nicht schlecht. Auch vorhin ein Headshot ist mir so minimal aufgefallen, wo ich dachte, oh, gut gemacht, Monsieur, gut gemacht. Aber es reicht auch noch nicht ganz, um da irgendwie was Richtung Aim-Unterstützung zu sagen. Man soll sich ja sehr sicher sein.
Das war jetzt gerade eben wieder so ein Aimer nach oben, den man, wo man sagen würde, hä, warum? Aber er macht das scheinbar generell öfter mal. So, die oben sind jetzt natürlich angesagt, unten läuft durch. Und der ist ihm komplett durchgegangen. Ich weiß nicht. Also, diese Headshots sind halt krass, ne? Aber sowas sehe ich auch oft bei Mates. Also, wenn ich in den Führergames Ghost Rider zuschaue, wie er mit so einer AWP spielt, dann zielt er auf den Gegner, er zielt nebendran auf den Arm vom Gegner und macht, und dann ist ein Headshot drin. Das ist halt dann der Flick, den man so macht, diesen, der das dann reinkloppt. Wir gucken mal noch, was er jetzt hier mitmacht. Warum aimt er jetzt auf einmal ein? Der Wallhack-Verdacht verhärtet sich. Warum aimt er jetzt in dem Moment ein? Könnte auch Luck gewesen sein, so von wegen, er guckt auf seinen Mate und dann, ah, ich muss jetzt aber wieder da hochgucken. Und ja, aber jetzt aimt er auch nicht doppelt ein und er geht sogar weg. Es sind, ah, die Bombe ist gesichtet auf B, okay, da würde ich dann auch positionieren auf jeden Fall. Ein wirklich schwieriges Ding. Es geht viel mit Calls und mit Gehör, auf jeden Fall, was er da macht. Und der war wiederum dafür, dass er vielleicht einen Wallhack hat, überhaupt gar nicht gescheit. Also den hätte man sogar ohne Wallhack gesehen, links an diesen kleinen Dingern. Da bin ich mir leider zu unsicher. Ich drück ihm vielleicht ein Griefing rein, weil er diverse Male auf... Naja, wohl. Was soll's? Komm, ich drück ihm jetzt gar nichts. Aber ich vermute, dass da schon ein kleiner Wallhack oder irgendwas so ganz Leichtes am Start war. Er hat aber insgesamt auch sehr schlecht gespielt, beziehungsweise war jetzt nicht dieser Überking, wo man sagt, wow, der hat 80 Kills mehr als die anderen. Also ich, ja. Und der Bunnyhop, der war, glaube ich, auch selbst gemacht, ne, mit der Hand. Von daher passt es eigentlich. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.